Wenn du dich für einen spirituellen Menschen hältst, sprichst du vielleicht auch oft über die Liebe und darüber, dich liebevoll verhalten zu wollen. Dann sage ich dir erstmal zunächst eines. Wahre Liebe hegt keinen Groll. Bist du vielleicht manchmal wütend oder hegst Groll gegen irgendwen, gegen irgendwas oder auch gegen dich selbst, gegen eine Situation, die geschehen ist und so hätte nicht geschehen sollen? Oder gegen Leute, die daran beteiligt waren und denen du immer noch nach Jahren vielleicht die Schuld für irgendetwas zuschieben willst? All das kann vielleicht situativ gesehen stimmen, was da vorgefallen ist, aber das hat mit Liebe nichts zu tun. Wahre Liebe hegt keinen Groll. Und es hat eine ungeheure Konsequenz. Denn wir alle spirituellen Menschen, spirituelle Sucher oder auch hier, haben hochwahrscheinlich in der Kindheit schlechte Erfahrungen gemacht. In Anführungsstrichen schlechte Erfahrungen. Vielleicht gab es eine Nichtbeachtung der Eltern, vielleicht wurden wir nicht gefördert oder wir wurden zu sehr gepusht oder vielleicht gab es Schlimmeres, Misshandlung sogar oder irgendetwas, über das wir kaum wagen zu sprechen. Und dann wächst daraus ein innerer Groll, ein Muster, ein Gedankenmuster, das vielleicht sagt, das hätte nicht sein sollen. Oder ein Muster, das sich bis hierhin trägt. Wahrscheinlich ist das so. Und eine Stimme sagt ab und zu in dir, entweder hörbar oder nicht hörbar, das soll nicht so sein. Es soll anders sein. Und wenn es so ist, wenn du merkst, dass du Widerstand hast gegen das, was gerade passiert oder gegen das, was passiert ist, scheinbar in der scheinbaren Vergangenheit, hegst du Groll. Das ist ein Widerstand gegen das Leben, wie es sich jetzt so zeigt. Und manchmal ist es auch so, dass wir aus einer Wut heraus glauben, viel Kraft zu beziehen, also dass uns die Wut Kraft gibt. Und in der chinesischen Medizin heißt es ja auch, dass Wut im Grunde nur eine vergärte Kraft ist für Kreativität, also ein anderes Wort für die kreative Schöpfungskraft, die uns dazu anleitet, großartige Dinge zu erfinden oder uns selbst auszuleben und richtig in die Power zu kommen. Das ist dann die Wut oder der Groll. Die gleiche Energie, nur mit einem anderen Etikett versehen. Aber auch da stimmt etwas nicht so ganz dran, denn Wut brauchen wir für ein freudvolles Leben überhaupt nicht. Wahre Liebe hegt keinen Groll. So steht's auch schon im Kurs in Wundern und ich finde, das ist eine der hilfreichsten Aussagen, die man dort auch finden kann. Die ungeheure Konsequenz ist nämlich, dass du, wenn du wirklich von wahrer Liebe sprechen willst, und wahre Liebe spüren möchtest, dein Groll loslassen musst, weil er keinen Zweck erfüllt. Du kannst auch ohne diese Energie, die grollende Energie, sehr viel erreichen. Ich gehe noch weiter. Du kannst viel, viel mehr erreichen, wenn du das nicht mit Groll machst, was du auch immer vorhast oder gerade tust, sondern wenn du es aus der Liebe heraus machst. Aber weil wir schon wahrscheinlich seit Jahrzehnten, seit unserer Kindheit mit diesem grollenden Etwas in uns herumlaufen, und das auch sehr gut kennen, es uns also auch super vertraut vorkommt, wollen wir das natürlich behalten und nicht aufgeben, denn manchmal haben wir das Gefühl, dass wir mit unserer Wut, mit unserer Verärgerung uns durchsetzen können, dass wir dann lauter sprechen als die anderen und vielleicht schreien wir einen in einer Diskussion sogar nieder oder diskutieren ihn oder sie nieder, weil wir lauter und kraftvoller sind und sagen, ja, wenn ich jetzt nicht so wütend gewesen wäre, wäre das Ganze ganz anders verlaufen. Es wäre garantiert anders verlaufen, und zwar viel liebevoller und viel effektiver noch. Aber da du die Vergleichsbasis nicht hast und es nicht kennst und dich möglicherweise gar nicht traust, von deinem inneren Groll loszulassen, wirst du das nicht erfahren können, solange bis du erkennst, wahre Liebe hegt kein Groll. Also was machen wir jetzt? Erkenne zunächst, dass diese Grollenergie deinen Verstand vernebelt. Du wirst also sehr emotional in dieser Situation und dann ist dir auch vollkommen klar, dass wenn man reaktiv ist und sehr emotional ist, zu emotional, dass man dann nicht vernünftig reagieren kann. Also Vernunft ist eine wunderbare Sache. Vernunft ist etwas, was mit Weisheit eingefärbt ist. Da ist immer ein Stück Weisheit mit drin. Das ist noch etwas anderes als der Ego-Verstand. Wenn du wirklich bei klarer Vernunft bist, beinhaltet das auch, dass du klare Entscheidungen treffen kannst, die auch aus dem Sein direkt kommen, ohne vom Ego verzerrt sein zu müssen. Das ist vielleicht nicht immer so, aber es ist sehr oft so. Und dieser Groll vernebelt also dein Gewahrsein
Und dann siehst du das ganze Leben durch eine verzerrte Grollbrille hindurch. Es gibt natürlich auch Phasen, wo es dir gut geht, wo du glücklich bist oder freudvoll und auch wo du lachst und sonst irgendwas Schönes erlebst. Aber wenn du ein grollendes Wesen bist und immer noch irgendwo im Hinterstübchen daran glaubst, dass dich das weiterbringt, bist du auf dem Holzweg. Und es ist auch nicht so, dass du mit Wut oder mit Verärgerung die Wirklichkeit verbiegen kannst. Das ist auch noch ein Gedankenmuster, was dir vielleicht bis jetzt noch nicht ganz klar war. Deswegen sage ich es dir jetzt nochmal ganz klar. Wut und Ärger können die Wirklichkeit nicht verbiegen. Das wollen wir aber. Angenommen, du streitest dich heftig mit jemandem in deiner Nähe und es gibt eine hitzige Diskussion. Und dann kannst du dich mal fragen, was da wirklich hintersteht. Du möchtest, dass vielleicht der andere, die andere sich anders verhält. Du möchtest, dass die Situation anders ist. Du möchtest, dass der die andere was unterlässt oder was Bestimmtes macht. Und das möchtest du durch deine Wut erreichen, durch dein Groll. Du willst also das, was ist, das Leben, das jetzt gerade stattfindet, durch Verärgerung verbiegen. Du möchtest es manipulieren. Du fragst also nicht das Leben, was es vielleicht tun kann, oder du fragst nicht, was du für das Leben tun kannst. Du bist nicht offen, sondern du bist wütend und sagst, tu das jetzt genauso, wie ich will. Und dann ist natürlich der Ego-Wille am Start und nicht der ungefilterte, der reine Wille des einen Seins, den es natürlich in Wahrheit nur gibt. Der Ego-Wille ist auch nur ein Spielelement. Aber wenn wir glauben, dass wir nur das kleine Ego sind mit dem kleinen Willen, haben wir ein sehr schmales Leben. Und das willst du nicht. Du willst die Liebe spüren, weil das der Urantrieb ist dieses ganzen Spiels hier. Das eine liebende Sein will sich wieder als das eine liebende Sein wiedererkennen. Und ich sage es so oft, das ist die Urfeder von allem und die Schöpfung, wenn sie so geschehen ist, wenn wir das mal als Modell annehmen wollen, diese Manifestation ist ein Akt der Liebe gewesen. Es hat sich aus dem Potenzial, aus dem liebevollen Potenzial einfach, hat es sich vermehrt, es hat sich ausgeweitet, kam in die Manifestation und alles ist von Liebe durchdrängt. Es wirkt bloß anders so hier, das kann nicht anders sein, weil sonst das Spiel nicht klappen würde. Aber das, was der Urimpuls war, das, was deine wahre Essenz ist, das, was du bist, hegt kein Groll. Es geht also darum, das komplett loszulassen und einzusehen, dass dein Ärger, deine Verärgerung dich in Wahrheit noch nirgendwo hingebracht hat, wo du wirkliche Erfüllung, Liebe, ein Zuhause sein, ein Geborgensein gespürt hast und spüren kannst. Also geht es jetzt darum, zum ersten Mal eine wahre, echte Entscheidung zu treffen. Was willst du wirklich spüren? Willst du deine Verärgerung spüren, ein Groll, ein Magengeschwür gar oder sonst was, eine Autoaggressionskrankheit entwickeln? Das ist nämlich auch Groll, der nicht nach dem sogenannten Außen trachtet, sondern der geht dann nach innen, vielleicht aus Scham oder weil du dich zurückhältst und ein höflicher Mensch sein willst, durch deine Erziehung bedingt vielleicht, dann wendet sich die ganze Kraft, die Lebenskraft nach innen und wird zerstörerisch, was kaum vorstellbar ist, aber das passiert allerorts, andauert. MS, Krebs, Rheuma, Allergien, Verärgerung, das ist immer die Ursache. Verärgerung und Wut geht in den Körper und richtet Schaden an. Du brauchst es nicht. Du kannst, wenn du sprichst, leiser sprechen, du kannst normal moderat sprechen, du musst nicht deine Stimme erheben in einer Diskussion, du musst kein Lieder schreien, denn Wut kann die Gegenwart nicht verbiegen. Damit versuchst du das Unmögliche. Nichts kann die Gegenwart verbiegen, war ganz nebenbei bemerkt. Die Gegenwart ist so, wie sie ist und das wunderbar. Dein Akt ist es eigentlich hier nur, das Ganze liebevoll zu betrachten und dein Werk, was du selbst erschaffen hast hier, denn du hast in Wahrheit alles erschaffen, mit Liebe zu betrachten, anders zu bewerten und zu beurteilen. Wahre Liebe hegt kein Groll. Hege kein Groll. Trau dich und diese Figur, die dich vielleicht schon, wenn man ein Gleichnis benutzen möchte, dich zu 85% mindestens von innen ausfüllt wie ein schwarzer Mann, bis fast an die Innenränder deiner Haut heran, erfüllt von Groll, lass diese falsche Identifikationsfigur, diese falsche Identifikationsfläche einfach fallen. Lass dich auch darauf ein, hab den Mut dazu, dass sich das vielleicht eine Weile lang etwas wackelig anfühlt, denn wer bin ich ohne mein Drama? Wer bin ich ohne meine Wut? Wer bin ich ohne meine vermeintliche Kraft?
Du hast aber viel mehr Kraft, denn die Wut deckelt deine liebevolle Essenz zu, es vernebelt dein Gewahrsein, deine wahre Seinsnatur, das freudvolle Gefühl des Seins, die liebevolle Präsenz, den Raum, das, was du wirklich bist und nach dem du wirklich auch suchst. Lass es einfach los, lass dich drauf ein und versuch mal, nicht mehr zu grollen, besser gesagt, grolle nicht mehr. Es nützt nichts. Und ich verstehe es auch, wenn wir noch dieses Gegengewicht nicht kennen, die gesunde Gegenbalance nicht kennen, die Ausgeglichenheit, ist es vielleicht schwer für uns, dieses Tauschgeschäft einfach so mit einer gewissen Ungewissheit einzugehen. Aber ich bitte dich inständig, gehe das Tauschgeschäft ein, lass dich auf das Unbekannte ein. Du wirst einen riesigen Gewinn daraus ziehen. Die Welt wird liebevoller werden. Und das ist das, was du in Wahrheit wünschst, auch wenn du es noch nicht kennst, wenn dir es noch nicht so vertraut vorkommt, das macht nichts. Es ist ja deine Funktion hier in dieser Welt, als spiritueller Mensch, Liebe und Freude und Frieden weiterzugeben. Und das funktioniert nur, wenn du inneren Frieden verspürst. Passen innerer Frieden und Groll zusammen, auch wenn er vielleicht versteckt ist? Die Menschen um dich herum spüren, was du ausstrahlst. Da hilft kein Fake, kein falsches Lächeln. Das nützt alles nichts. Die Ausstrahlung kommt durch das unverstellte Sein, durch den Raum hindurch aufgestiegen, der du bist, durch echte Präsenz. Und die ist prickelnd und die ist liebevoll und die funkelt. Das bist du alles. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen, dass es stimmt. Und dann fühlt es sich stimmig an in dir. Wahre Liebe hegt kein Groll. Wahre Liebe ist Liebe. Die Liebe, die du bist.